Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner Miniserie Easy Peasy Daily Quests. Ich zeige euch in ein paar Videos, wie ihr jeden Tag eure Dailies machen könnt, ohne großen Zeitaufwand. Viel Spaß! In diesem Video Erntearbeit. Und zwar haben wir hier hinten einmal Askalon. Dann haben wir daneben die Zittergipfel. Dann haben wir Krüter. Dann haben wir Maguma. Hier Maguma Einöde. Und hier hinten den Maguma Dschungel. Und natürlich auch von Orr. Bevor ich das vergesse, wenn ihr solche Knotenpunkte habt fürs Bergbau, für Ernten und so, das könnt ihr auch in eurer jeweiligen Heimatinstanz machen. Aber nur in dem Gebiet, was zurzeit dran ist. Wenn ihr also Sammlerin von Maguma habt, dann ist es in Ratasum. Von Krüter ist es in Götterfels. Zittergipfel, das ist dann in Höllbrack. Und Askalon, das ist dann in der Schwarzen Zitadelle. Das funktioniert auch, das ist total cool, weil dadurch könnt ihr euch dann noch mehr Zeit sparen. Aber ich kann natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass das jeder hat. Also deswegen erwähne ich das jetzt einfach mal bloß so nebenbei. So, als erstes Askalon. Ihr geht zur Flammkammsteppe und zu der Wegmarke hier oben, Lunkakral. Das ist diese da. Und wenn ihr hier angekommen seid, dann lauft ihr einfach hier ein Stückchen nach oben. Und dann habt ihr hier viele schöne Kohlköpfe, die ihr ernten könnt. Als nächstes kommen wir zu den Zittergipfeln, Baumgrenzenfälle und die Wegmarke Distelschilfhain. Das ist diese hier oben. Die ist gerne mal umkämpft, so wie alle anderen auch. Da geht ihr hin und dann lauft ihr einfach nur hier lang nach Westen. Und hier haben wir ganz viel Blumenkohl, den ihr auch ernten könnt. So, dann kommen wir zu Krüter im Königental. Hier oben bei der Instanz haben wir die Wegmarke Betelthun. Und von dieser lauft ihr einfach hier runter. Und hier ist dann auch ganz viel Salat, den ihr auch ernten könnt. Als nächstes haben wir dann noch Maguma. Das ist hier die ganze Karte. Und da gehen wir nach Provinz Metrika. Hier unten die Wegmarke Ackwildnis. So, und da lauft ihr hier hoch. Hier gibt es leckere Kartoffeln. So, da kommen wir auch schon nach Orr. Da bin ich hier in der Fluchküste. Hier gibt es sowas nicht, wo so viele Materialien gleich aufeinander liegen. Und deswegen kann man hier einfach durch den Fluss durchschwimmen. Oder zumindest am Ufer ein bisschen lang laufen. Dort findet man dann hier so Lotusblütchen. Hier, Lotus. So, in der Maguma Einöde. Das ist hier. Da gibt es in der Trockenkuppe bei der Wegmarke Rankenbrücke. Zack, und schon gibt es wieder Salat und Kohl. Und in der grasgrünen Schwelle, da gibt es das auch. Und zwar hier oben. Bei der Wegmarke Jaka Itzel. So, und dann starten wir hier. Da laufen wir jetzt lang und hier lang. So, und hier habt ihr total viel Lein. Und im nächsten Video dann Bergbau.